Listening to the hottest internet station. Wenn ich so merke, so, hey, was ist jetzt für ein Scheißboss jetzt? Was will er jetzt mal mehr? Dann flippe ich dann schon so ein bisschen aus und fluche und so. Na, FIFA? Ja, gut, FIFA, das ist ja, ne, also das hat ja nur mit Glück, hat ja nur was mit Glück zu tun. Das tut mir leid. Also da werde ich einfach automatisch durch das Momentum runtergesetzt und ne, das ist ja, ne, also da. So triggern. FIFA? Ja. FIFA? Boah, ich hab da, also bei FIFA ist das schon wirklich schlimm, aber ich hab auch schon viele andere Spiele, hab ich schon, ja, bei Fingerplay-Erlebnissen geht's, weil bei FIFA ist das auch so ein Ding, es hat ja nicht mal was mit dem Verlieren zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du gegen jemanden verlierst, der sich jetzt da hinsetzt und denkt, geil, voll das geile Tor. Cool, das Tor, ey. Alle drei Wiederholungen zeigen. Und du sitzt da und denkst, der Wichser, der wird sich jetzt drüber einkeulen, weißt du? Du flippst halt aus. Und das kann ich nicht ertragen. Das kann ich nicht ertragen. Auf den Tod nicht. So. Im Multiplayer bei Call of Duty, Battlefield oder so, im Squad, scheißegal, wenn ich da fünfmal sterbe. Alles cool, ja, weil dann hat da keiner gesehen, weißt du? So, ich bin halt einer von vielen. Aber da denkt er sich wahrscheinlich, oh, ich bin richtig eingenatzt. So, das kann ich nicht leiden, ey. Kann ich nicht leiden. Gott, Sonic, ey, das ist ja auch wieder mal, das ist ja auch diese Woche angekündigt worden, oder? Oh Gott, hast du das in deinen News drin? Ja, eigentlich schon. Bringt ja nix, ne? Ey, es tut mir leid, Leute, sorry, ich muss euch nochmal sagen, lasst den scheiß Igel jetzt endlich in Ruhe. Das ist dieser dumme Kackigel. Das ist doch, sagen wir doch mal ehrlich, die allerersten Sonic-Teile auf dem Mega Drive, lass ich mal eingehen, waren richtig coole Spiele, aber ab da alles Kacke. Alles, ich weiß nicht, wer hat denn angefangen mit diesen scheiß 3D-Sonic-Spielen, mit diesen Sonic Adventures auf dem Dreamcast? Das war unspielbar. Ich habe das damals gespielt, das hat geruckelt wie die Pest. Also tut mir leid, ich verstehe die Begeisterung von Sonic nicht. Also ich bin jetzt muss ich mal in Hate-Modus verfallen. Ich kann Sonic, alles ab den Mega Drive-Sachen ist nur halbgare Scheiße. Es ist alles so maximal okay. So Sonic Colors ist in Ordnung oder auch in Sonic Generations. Aber ich habe das Gefühl, da bilden sich die Sonic-Fans ein bisschen drauf ein, weil der Bus hält einfach nicht mehr in Sonic Town. Das ist einfach. Das ist vorbei, die Geschichte. Die sind froh, wenn die mal so ein halbgares Ding bekommen, was so einigermaßen okay ist, weil die haben alles mit Sonic schon gemacht. Ritter Sonic, Were-Eagle Sonic, das ist alles schon mal durch gewesen. Adventure Sonic. Sonic. Ja, keine Ahnung. Sonic-Scheiß. Sonic mit Halstuch. Alles durch. Alles schon gemacht. So, es funktioniert nicht, weil das Spiel einfach, es ist einfach nicht mehr machbar in der heutigen Zeit, so ein Sonic-Spiel. Ich bin mir sicher, das funktioniert nicht mehr. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass es nicht mehr, dass kein Sonic es schafft, dieses Sonic-Gefühl rüberzubringen, weil einfach der Spielergeschmack und die Entwicklung zu weit fortgeschritten sind. Ich möchte da keine Minustemperaturen, aber ich möchte, dass es ein bisschen abkühlt, weißt du, dass es halt angenehm ist, dass man rausgeht und so ein, wenn ein seichtes, so gleiches Lüftchen so durch dein Haar, was du jetzt nicht kennst, so durch weht. Das ist schon Glatzismus, ne? Ey, ohne Scheiß, mega Glatzismus, Alter. Es ist egal. Man ist ja dran gewohnt, Alter. Bist ja Hair Privilege. Ey, ich bin bald ein Teil von dir. Ich war schon am Ansetzen und wollte mir eine komplette Glatze schneiden. Es war kurz davor, aber ich bin noch nicht bereit. Halt zum Labern nicht. Ja, also. Warum solltest du das tun wollen? Weil ich, ja, erstens wollte ich mal gucken, wie es sowieso aussieht. Ich habe mir immer mal auf meinen Live-Bucket, steht auf jeden Fall noch drauf, einmal komplett Glatze, aber das wird sich eh übrigen, weil ich dann irgendwann mal von Haus auf Haus eine Glatze haben werde. Weil bei mir beginnt das mit der Pläte. Aber
ja, letztens hat meine Frau mir die Haare geschnitten, ne, mit einer Maschine, und ich sag so, ey, mach mal komplett. Und sie sagt so, soll ich wirklich? Und, ja, ne, noch nicht, ich bin noch nicht bereit. Dann habe ich einen Rückzieher gemacht. Ja, ist ja klar. Aber irgendwann mal, ich habe auch, glaube ich, nicht die Fresse dafür. Ich habe nicht das Gesicht dafür. Oder hast du sofort gesagt, nachdem das alles passiert ist, ja, das passt eigentlich doch ganz gut. Oder hast du dich dran gewöhnen müssen? Ey, ganz im Ernst, das ist halt so, das Ding, wenn, naja, ich hatte ja lange Haare und es hat halt als allererstes hat es bei mir nicht hinten, sondern vorne angefangen. Also vorne ist es immer weniger geworden und Man hat schon gemerkt, mit langen Haaren geht das gar nicht, weil dann läufst du rum wie Benny Hill, hast du halt einfach nur so ein paar Strähnen halt irgendwie vorne und sieht einfach mega kacke aus. Und dann habe ich die Haare immer weiter gekürzt. Also erst so auf Halblänge, dann auf ein bisschen, dann habe ich die angefangen, mir so nach hinten zu gelen, was auch eigentlich keine gute, also damit das halt so ein bisschen streng halt aussah, das passt halt auch noch zur Gothic-Szene einigermaßen. Aber das Dumme ist halt, wenn du die Haare halt gelst, dann bilden sich ja so Strähnen und dann siehst du erst recht die Kopfhaut. Und der Moment der Erkenntnis war dann, als ich dann diesen jetzigen Job angefangen habe und bin dann in so einen bespiegelten Fahrstuhl eingestiegen und guck nach oben und denk mir, wow, Alter, what the fuck? Warum hat mir das denn niemand gesagt? Was zur Hölle ist denn da los? Das stelle ich mir super vor, guck nach oben und dann die Erkenntnis so. Ey, ohne wie zum Scheiß, Gott, du hast zu Gott hochgeschaut und er hat dir gezeigt, es ist vorbei. Der Kampf ist verloren. Ohne Scheiß. Aber ich hab schon im Vorfeld gesagt, mir ist klar, dass das irgendwann mal kommt, es bahnt sich an, ich kann nichts dagegen tun und ich werde nicht wie Stromberg rumlaufen. Weil damals war Stromberg noch so angesagt. Ich habe gesagt, ich mache mir dann direkt Radikalglatze. Ja, sowieso. Und dann habe ich das mit einem Kumpel besprochen, auch wieder, Peter Krusel, mein bester Kumpel. Hab gesagt, Alter, ich rasiere mir die Haare ab. Der so, war voll geil, dann machen wir eine Haarabparty, dann saufen wir ein und dann rasieren wir dir mit mehreren Leuten den Kopf ab. oder die Haare ab. Ich so, okay, alles klar, dann haben wir einen Termin gemacht für die Haarabparty. Haben uns da getroffen, er legt halt so Folie aus und so weiter und so fort, so einen Stuhl in die Mitte, wir trinken schon mal alle ein. Und es hat sich dann halt so ergeben, dass dieser Partytermin, der im Vorfeld schon geplant war, dass das der Todestag von Michael Jackson wurde. Das heißt, mit was that explained quickly. Was ist da passiert? Ich kann es doch nicht ändern, Mann. Das heißt, jedes Mal, also wenn ihr wissen wollt, wann ich mir zum ersten Mal den Kopf geschoren habe, guckt auf Wikipedia auf der Michael Jackson-Seite und guckt, wann, was für ein Datum er gestorben ist. An dem Tag. Oh mein Gott. Das hat sich halt so ergeben. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja. Und dann gucken wir. Dann haben wir halt ProSieben lief halt im Hintergrund. Und dann war halt irgendwie so ein Korrespondent da irgendwie und dann war halt tough mit dieser dünnen Tussi und Daniel Aminati. Und dann war so tough zu Ende. Und dann meint die Tussi so, was machen wir jetzt? Und dann meinte so, ja, ich würde sagen, wir machen Flasche Wein auf, hören Thriller und feiern. gesagt. Und ja, egal, dann haben wir halt, und der Witz war halt einfach, wir haben eigentlich noch voll die Pläne gehabt, weil wir uns gedacht haben, okay, wenn wir mir halt den Kopf rasieren, dann können wir noch so Scheißdreck mitmachen. Dann können wir mir beispielsweise ein Iro rasieren oder wir können mir so eine chinesische Kung-Fu-Frisur machen, indem wir vorne alles. Und es ging nichts. Dann ist erstmal wieder aufgefallen, wie wenig Haare da überhaupt noch übrig waren. Es hat nichts funktioniert. Es war nichts möglich. Also einfach nur Stufenschneider und einfach auf der minimalsten Stufe alles abrasiert. Und der Witz ist, dass ich irgendwann ist das halt wieder nachgewachsen und irgendwann, es ist halt dumm, weil du siehst, als Glatzenträger, du siehst nur einmal gut aus und zwar, wenn es komplett abrasiert ist. Ab da beginnt eine Übergangsphase, die ins Worst-Case-Szenario sich reinwächst. Das heißt, ich habe irgendwann mal vorm Spiegel gestanden und dachte mir, okay, ich muss mir jetzt wieder den Kopf rasieren. Ich hatte aber keinen Haarschneider da. Dann habe ich halt versucht. Ich hatte halt so einen Trockenrasierer mit so einem Kotelettentrimmer. Da habe ich versucht, mit dem Kotelettentrimmer mir den Kopf zu rasieren, was natürlich furchtbar in die Hose gegangen ist, sodass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich halt nass rasieren. Und da habe ich dann zum ersten Mal nass rasiert und seitdem mache ich das halt im Regelfall einmal die Woche, manchmal zweimal, wenn ich noch feiern gehe oder sowas. Und wenn ich mal ein bisschen wasted bin, dann auch mal ein paar Wochen nicht. Ja, also ich habe bei mir, ich habe halt den Kranz, den Stromberg-Kranz, den habe ich halt. Also bei mir ist oben wird's Licht da, das ist halt wie mein Vater. Oben wird's Licht da. Aber lass dir eins sagen, du bist 2 Meter groß, es merkt niemand. Ja, niemand merkt das. Ey, wenn ich niemand mich bücke, merkt das. Es ist immer so das Lustige, wenn du mich bückst, dann so, ey, du hast ja voll die Pläte. So, habe ich, na, ich sag, ja, es ist, was soll ich machen? Weißt du, das ist immer, mich zu entschuldigen, dass ich da kein Haar habe. Das ist
das ist auch Klassismus. Das ist eine andere Form des Klassismus. Erst habe ich Rückenschmerzen gehabt wie die Sau. Also da war ich jetzt auch endlich mal bei meiner Ärztin und musste der halt mal so, ja, ich habe Rückenschmerzen seit 2 Wochen, geht nicht weg. Ich hätte mal ungefähr gerne Ahnung, von was das kommt. Dann meinte sie, ja, es kam von einer ruckartigen Bewegung. Ja, was haben sie denn gemacht? So, ja. Oh mein Gott. Irgendwann auch auf die Gefahr hin, dass sie mich auslachen. Aber ich habe Virtual Reality gespielt und hab dann so auch erzählt, ja, ich musste hinter Kisten in Deckung gehen, weil ich von Aliens beschossen worden bin. Nein, das ja, hast du nicht gesagt. Doch, das habe ich dir genau so gesagt. Das hast du nicht gesagt. Das habe ich dir genau so gesagt. Und dann hatte ich schon so gegrinst, so, also sie ist jetzt nicht in Lachen ausgebrochen und so. Aber die hat dann schon so gesagt, ja, hat sie so ein bisschen abgetastet, ja, das ist nur Muskel und so, sie können Dehnübungen machen und so, hat die mir halt gesagt, was ich dagegen tun kann und dass das halt, also solange es nicht irgendwie Wirbelsäule oder sowas ist, kann das schon passieren und das kann auch schon kann auch schon ein paar Wochen dauern, bis das komplett wieder weg ist. Da hat sie so gemeint, ja, hat die so gegrinst, ja, dann müssen sie sich aber überlegen, ob sie das in Zukunft weiter, die waren im Satz noch nicht zu Ende und ich so, ja, das kommt nicht oft vor. Das kommt nicht so oft vor. Es gibt nicht so viele Spiele, es ist einfach nur Mortal Blitz. Was ist Mortal Blitz? Und dann kommt die Werbung. Ja. Ey, wäre das nicht ein geiler Werbespot? Du ja, bist in so einem Arztbüro. Ich bin, also die Kamera ist so auf meinen Hinterkopf gerichtet. Mit Blick zur Kamera ist die Ärztin und sagt so, was haben sie denn gemacht? Ja, ich habe den Rücken verrenkt. Und dann drehe ich mich zur Kamera um. Bei Mortal Blitz. Ich war der Gildenmeister und wir waren so ein Dreiergespann. Und der eine, ich weiß noch ganz genau, es waren Frau und Mann, er hieß Aratia und sie hieß Morgaine. Ich weiß, warum auch immer, ich hieß Azulas, muss ich dazu sagen. Mein Name war Azulas, ich war halt so der Gildenmeister. So, und Aratia und Morgaine hatten so eine richtig, richtig schöne Beziehung. Wir haben uns alle gemeinsam zum ersten Mal getroffen und wir hatten eine sehr gute Mischung. Aber die beiden, die hatten schon so eine, ne? So, ich war da fünfte Rad am Wagen oder so, weil die hatten so eine gute Connection. Die haben beide Metal gehört. Ne, das waren so, die haben sich gut verstanden. Ne? Die haben sich immer unterhalten, Küsschen ausgetauscht, fingst du damit an, so Küsschen austauschen, hier so Handkuss und so bla bla. Und ich stand immer daneben und so, Alter, lass doch mal jetzt mal eine komische Schlangenmonster da wegmachen. Oh, wie unangenehm, Alter. Es wird noch viel krasser. So, pass auf. Und irgendwann mal habe ich mich mit dem Aratir unterhalten, so, ne, auch so, es war noch nicht, da war noch nicht die Zeit, wo wir ins Teamspeak eingestiegen sind, das kam viel, viel später, es war alles nur über Chat. Und dann hat er so erzählt, ja, ich finde die ja schon echt cool und die hat ja einen Freund und so und das ist, aber ich finde die echt, ich fange schon an, mich so ein bisschen in sich zu verschießen. So. Und dann habe ich schon gedacht, ja. Alter. Lass mich raten, kannten sich nicht, nie gesehen. Natürlich nicht, alles nur über die Spielfiguren, so über die Klischee, Interessen. Klischee, Alter, so Klischee. Ja, und ich natürlich so, ja, ey, wenn, also jetzt wird es wirklich schmalzig, er muss ja schon die Liebe zeigen und so. Oh Gott. Ja, hoch also, auf dem Berg gibt's einen Orb. Bring ihn dir doch. Ey, es war auch so. Oh nein! Ey, der hat sie eingeladen. Wir waren die Gilde, wir waren zu fünft irgendwann mal, wir sollten sie so ablenken, so irgendwo hinführen, und dann hat er, also, ich will nicht weiterreden, irgendwie so. Oh Gott, das ist cringy, Alter, oh Gott, ist das alles in WoW passiert, also, es ist halt so. Auf jeden Fall, das ist so peinlich gerade. Ich offenbare, ich ziehe mir gerade wirklich die Hosen runter, wirklich, das ist alles, was Du hast gekuppelt in World of Warcraft, Alter. Ja, pass auf, nee, also wie gesagt, alles cool, so, die wollten dann irgendwie in WoW heiraten, alles cool. So, jetzt kommt der Break, jetzt kommt der Friends-Moment. Er kam irgendwann mal eine Zeit lang nicht mehr, er hatte private Probleme. So, sie fühlte sich aber allein. Muss dazu sagen, sie hatte einen Freund und sie hat irgendwie nicht mehr gearbeitet. Also richtiges Hartz-IV-Opferkind. Und hatte irgendwie morgens, während alle noch geschlafen haben, gearbeitet haben, in die Schule gegangen sind, war sie immer online und hat den ganzen Morgen Kräuter gesammelt. Deswegen hatte sie so viel Kohle, dass alle neidisch waren. Also so, du kamst halt online und so, was hast du nur gemacht? Ja, ich bin schon seit 10 Uhr da und ich habe jetzt die ganze Zeit in keine Ahnung, was für ein Tal, habe ich jetzt Kräuter gesammelt und so. Also total abgefahrener Kram. Auf jeden Fall, ich will zum Punkt kommen. Er kam eine Zeit lang nicht mehr online.
ich habe mich mit der eigentlich ziemlich gut verstanden immer und sie hat sich angefangen, immer an mich zu klammern, weil natürlich, er war nicht da, deswegen ist sie zu mir gekommen und ich sag mal so, sie hat angefangen, sich in mich zu verlieben. Also ernsthaft, wirklich, sie hat angefangen, sie hat mir, ich weiß es noch, eines Abends erzählt sie mir, ja, also wirklich, ich will nicht ins Detail gehen, das ist wirklich so peinlich. Sie hat sich in mich verknallt. So. Und ich habe gedacht, ja gut, es ist jetzt gut für die Gilde ist eh im Abspringen. Lass uns doch jetzt heiraten. Das ist die Heiratsgeschichte. Lass uns heiraten in dem Spiel, so spaßeshalber, bla bla bla. So. Jetzt kommt der Moment. Er kommt wieder online. Merkt, dass sie jetzt mit mir irgendwie so abgeht. Und dann flippt er vollkommen aus. Vollkommen. Das ist der Verrat. Du hast mich verraten. Das ist doch unfassbar. Da komme ich nicht mal ein paar Tage nicht da. Es waren 14 Tage oder so. Dann komme ich online und dann sehe ich, wie mein bester Freund mit meiner alten. Und es war unfassbar. Ich habe gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Was ist denn jetzt hier los? Also es hat Züge angenommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Wahnsinn. Wollte ich nur erzählen. Am Ende haben wir geheiratet. Aber komm, ging bei dir so gefühlsmäßig was? Fandst du die nice? Um Gottes Willen, nein, das war ja völlig, das war ja nicht, im Real Life, so. Es war ja, aber für die ja offen. Für die ja. Für die ja schon. Für die, das richtig für, verstanden. Ja, für die, aber das habe ich alles erst später erfahren. Also für die war es schon wichtig, schon, weil sie hat ja auch Gott, den Alter, Freund und so. Ja, genau. Weißt du, was ich witzig finden würde? Du kennst doch immer diese Geistergeschichten, dass du irgendwie, eine Familie zieht in ein neues Haus ein und da ist ein Geist drin, der irgendwie zu früh gestorben ist und der irgendwas in seinem Leben noch gemacht haben muss, um halt Frieden zu finden. So, ne? Ja. Und stell dir jetzt mal vor, das ist jetzt mein Pitch für einen Film, so Paranormal Activity mäßig, aber der Geist war halt ein Gamer. Und er hat halt das Problem, dass er irgendein Spiel, nehmen wir jetzt mal Persona 5, während er Persona 5 gespielt hat, ist er ums Leben gekommen und hat Persona 5 nicht beendet. Und dann hast du halt so Paranormal Activity mäßig, hast du also diese Nachtsichtkamera auf das Schlafzimmer und hörst halt irgendwie, was weiß ich, so ein Geräusch nachts. So. Und dann wachen die morgens auf. Hä, warum liegt da Persona 5? Liegt das bei uns in der Küche? Also, irgendwann mal geht das Radio an. Wir haben keine Playstation, aber es sind abgezählte $399 liegen in der Küche auf dem Tisch. Irgendwann mal geht das Radio an und da kommt diese jazzige Musik raus von Persona 5. Und jetzt zwingt dann die Familie Persona 5 durchzuspielen, damit er in den Himmel kommt. Naja, egal. Ich fänd's lustig. Das ist ein cooler Pitch. Also. Ja, und jetzt habe ich eigentlich noch das Letzte, es sei denn, du hast jetzt auch noch was, und das war ja natürlich der große Aufreger der Woche, und zwar das GameStop-Skandelchen. So schlimm war das jetzt ja auch nicht. So schlimm fandst du das jetzt nicht, ne? Ja. Da kann man auch mal fünfe gerade sein lassen, so. Ist ja jetzt auch nicht, man muss ja auch nicht immer alles so hochstilisieren, ne? Also ist auch nicht alles schlecht, was Gamescom halt, was GameStop immer gemacht haben, ne? Ist auch nicht alles schlecht, was die immer gemacht haben, ne? Ist nicht alles schlecht. Jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische. Wie soll ich mich jetzt da rausreden, Alter? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt ansetzen kann. Allein, wie du schon angefangen hast. Weil wir haben Kommentare bekommen. Werdet ihr auch den GameStop-Skandal ansprechen? Und du so, ja, auf jeden Fall. Und jetzt machst du die Einleitung so, ja, dieses Skandelchen da bei GameStop. Ey, so. First World Problems. Man muss mal fünf Grade sein lassen. Man muss auch nicht alles mit auf die Goldwaage legen. Weil, so, verdammt nochmal, ich habe die PS4 Pro bekommen. So schaut's nämlich aus. Ich bin einer der glücklichen Menschen auf diesem Planeten, die am Mittwoch die PlayStation 4 Pro hatten. So schaut's aus. Deswegen, Leute, regt euch nicht auf. Jetzt packt euer Geld wieder ein. Ne? Ist doch gut, könnt ihr mit der alten spielen. Du bist so ein Assi, ey, ganz ernst. Nein, also es ist ja so. Außerdem habe ich mich jetzt extra für Dash FM, damit ich mehr Zeit zum Zocken habe, habe ich mich jetzt vom Fitnessstudio abgemeldet, dass ich ja.
Was für eine Lüge, ey. Was für eine Lüge. Oh mein Gott. So redest du dir das Leben schön. So redest du das Leben schön. Da lüge ich mir in die eigene Tasche. Oh Mann. Fantastisch. Hab ich das Fitnessstudio gekündigt? Ich bin eh nicht mehr hingegangen, sagen wir mal ganz ehrlich. Ich hab's dir doch gesagt. Ich versuche meine, ja, ist doch aber egal. Ich hab's durchgezogen, ich hab krass abgenommen, ich hab ein Vorher-Nachher-Selfie bei Instagram gepostet. Ey, was will man denn mehr? Was will man denn mehr? Ja, das ist so, ja. Alles für Selfie. Alles für Selfie. Was ich aber witzig fand, ich hab eine Kündigungsmail rausgehauen. Und sie haben mir zurückgeschrieben, also bla, ja, das bedauern sie sehr und bla bla bla. Und dann war so der Endsatz, wir wünschen ihnen weiterhin alles Gute. Was irgendwie so ein bisschen klingt, als wäre mein Leben jetzt so, ja, guck mal, wie weit du kommst damit. So als Übersetzung. Ja, das ist, ja, perfekt formuliert. Können Sie mal sehen, ja, ist ja okay, Sie können es kündigen, aber gucken Sie mal, wo Sie bleiben. Können Sie mal sehen, wie Sie bleiben. Jeder, der nicht spielt, muss sich einfach in ein Gamepad einarbeiten. Es ist so, niemand kann von gleich auf jetzt weder mit Tastatur und Maus spielen, noch mit zwei Analogsticks umgehen. Es ist so. Das heißt, du willst ja im Prinzip den Leuten, die jetzt schon mal die Tür ins Paradies aufgestoßen haben, willst du ja jetzt nicht für die Füße spucken, indem du sagst, hier ist deine Anleitung, jetzt musst du dich aber erstmal mühhafter einarbeiten. Das willst du ja umgehen. Das heißt, man nimmt Spiele, die ein ruhiges Pacing haben. Und da bieten sich halt einfach Point-and-Click-Spiele als Bestes an, weil du hast eine Ruhe im Gameplay, du kannst auch einfach mal auf der Stelle stehen und nichts machen. Das hast du bei allen Action-geschicklichkeitsorientierten Spielen nicht, weil da geht es immer nur dran, du musst laufen von A nach B. Du musst jetzt irgendwas machen und du musst Gegner ausweichen oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich eigentlich immer Point-and-Click-Adventure empfehlen oder halt eben in Kombination mit cineastischen Geschichten, weil das kennen die Leute. Entscheidungen treffen, ein bisschen rumlaufen, das kriegt eigentlich jeder hin. Das heißt, ich wäre schon bei To the Moon, Life is Strange, The Walking Dead. Wenn sie gleichzeitig noch sagt, ich gucke gern Walking Dead im Fernsehen, ist die Sache geritten. So, das ist jetzt gerade so wirklich so, man sold, man, ist verkauft. Wirklich, ja, das ist so, man blickt gerade in den Verstand so eines absolut perfekten Verkäufers, der macht der umsatzstärkste Mitarbeiter. Mitarbeiter des Monats. So. Wie so ein Profiler. Ja, so ein Profiler. Okay. Wo warst du in den letzten Jahren? Was hast du so getrieben? Verreist du viel? Wo hast du Urlaub gemacht? Ich brauch dein Facebook, ich brauch dein Instagram-Account. Ich melde mich dann bei mir, ich arbeite das alles aus und ich schick dir dann meine Rechnung. Das ist Gaming-Profiler, Alter. Das ist die neue Nische. Gaming-Profiler. Hast du ein Detective-Büro mit so einem Milchglas, mit so einem Milchglasfenster? Rainer Schauder. Detective-Büro Burt Macklin. Gaming-Profiler. Und dann halt den Leuten, die anhand von Persönlichkeitsanalysen. Wäre das nicht eine geile App? Wir machen eine App, die Dash-FM-Empfehlungs-App. Du tippst ein paar persönliche Daten von dir ein und die App errechnet dir das dein Wunschspiel. Alter, das wäre absolut Hammer. Werfen Sie eine Münze ein, kann man auch als Automat machen. Werf 2 Euro in den Automaten und kriegst einen Trailer von deinem Lieblingsspiel, von deinem persönlichen Lieblingsspiel. Ey, das wäre so, wir machen so die wie so eine Dating-App, können wir es auch machen, so aufziehen. Du bezahlst halt Geld, gibst dein Profil an, vielleicht kriegst du ein Match und kriegst das perfekte Spiel für dich. Und den besten Spielpartner, wir machen so eine Dating-Gaming-App. Kandidat Nummer 1, wären Sie gerne auf einer tropischen Insel unterwegs? Was würden Sie darauf antworten? Und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt Far Cry 3. Ja, genau. Ja, richtig gut, weil die Ideen, die strömen aus uns heraus hier heute in diesem heutigen Cast. Alter Schwede. Aber wir möchten 10%, jeder, der das macht, wir wollen 10%, das sagen wir jetzt an der Stelle. Jeder, der das macht, ihr dürft es machen, aber wir wollen 10% einfach vertraglich zugesichert bekommen. Ja, definitiv. Jetzt hast du aber gerade angedeutet, du empfiehlst Point-and-Click-Adventure. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, ich habe Heavy Rain empfohlen, und es kam zurück, das ist ja voll langweilig, tatsächlich, weil du nichts machst. Also die wollen schon, manche wollen auch ein bisschen spielen. Jetzt kommt Alter, die nächste aber Stufe. Du kannst doch nichts anderes. Du kannst es einfach nicht. So, aber du bist so blöd dafür. Ich muss dir leider was für Dumme geben. Es tut mir einfach leid, du hast den Skill einfach nicht am Start. Du musst erst, es ist wie bei Karate Kid, auftragen, polieren. So fängt es für dich halt einfach jetzt an. So, du kannst nicht gleich den Kranich machen. Du musst erstmal auftragen und polieren. Hier, du spielst erstmal Heavy Rain und wenn du das durchgespielt hast, dann kriegst du das nächste. So läuft das einfach. Das ist Gesetz, ich habe mir das nicht ausgedacht. Die Regeln kommen nicht von mir.
habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist halt so. Hey, sag mal, es ist alles eins am anderen. Bevor du drei Dimensionen, erstmal links und rechts. Du musst erst links und rechts gehen können, bevor du in die dritte Dimension gehst. Das ist einfach so. Das ist so. Die ist völlig überfordert, ey. Das war mal sehr, sehr peinlich. Das ist schon etwas länger her. Da war ich so gerade in der Hochzeit, YouTube-mäßig, ne, viel Comedy-Kram und so gemacht. Und aus welchen Gründen noch immer, irgendjemand hat mich gefunden auf YouTube, ein Arbeitskollege, mit dem ich mich zum Glück gut verstanden habe, aber der hat es dann, also wir hatten dann so einen Pausenraum, und der Pausenraum, wenn halt eben Mittagszeit war, der war dann immer prall gefüllt, da waren wirklich, alle Stühle waren besetzt und so, und wir saßen dann da, und ich saß an diesem einen Tag nicht bei den anderen Jungs und guten Kollegen, sondern halt am anderen Tisch mit den ganzen Mädels und so, weil halt kein Platz mehr frei war. Und er hat das an dem Tag gefunden und hat das an dem anderen Tisch jedem gezeigt. Jedem. Und es war mir so unangenehm. Von weitem schaust du dabei zu, wie sie alle drauf gucken. Und dann gucken sie dich an, gucken wieder da auf das Handy. Und ich denke mir so, mein Alter. Bitte. Sie haben ihr Smartphone. Sie gucken das Smartphone an. Gucken so zu dir hoch. Guck wieder aufs Smartphone. Ja, genau. Gucken zu dir hoch. Dann halten sie das Smartphone so auf Kopfhöhe von dir. Ich das wirklich. Und zeigen mit dem Finger aufs Smartphone. Ja, zeigen mit dem Finger auf dich. Zeigen mit dem Finger aufs. Ja, das wäre noch viel, viel schlimmer. So ein riesengroßer Tisch. Ja, und alles von zu Leute auf der einen Seite, du allein auf. Ja, aber so, und das Schlimmste, weißt du, wir reden hier nicht, ich habe ja da nicht so, das war, wie gesagt, da habe ich viel Comedy-Kram gemacht, das war ein Stück Gamerleben-Zeit, da sitzt du halt da, ist da halt der Ivan mit seiner 3D-Brille auf dem Klo, bist du unten durch. Also ich bin da vollkommen zufrieden mit gewesen, aber ich bin jetzt halt also für die Midlife-Crisis bin ich zu jung, ich bin kein Türsteher-Typ und ich bin jetzt halt irgendwie auch nicht so ein Schönling, der das halt irgendwie braucht, um halt irgendwie abends die Bitches in den Clubs abzuschleppen. So, das sind alles irgendwie nicht mein Ding. Das ist so, wenn du einen geilen Körper hast und bleibst trotzdem zu Hause und zockst. Das ist so. Denkst du dir so, ich mach das zu 100% für mich. Ja, warum? Ey, komm, du willst doch auch nur, du beugst dich doch einfach der Gesellschaft. Nein, das kriegt niemand zu sehen. Nein, das sehe nur ich. Ich geh nicht raus, ich hab keinen Sex, nix. Niemand profitiert davon außer mir. Ja. Ja, das ist fantastisch. Wenn ich die Virtual Reality Brille aufziehe und dann kurz meine Kamera einstellen muss und ich sehe mich kurz selbst, denke ich mir, nice. Und dann drücke ich auf OK und dann startet das Spiel. Ja, du sagst ja auch noch so, nice, da haben sich wirklich die 20 Euro im Monat gelohnt. Ja. Ja, ist schwierig. Aber das ist aber auch schon so, wenn du an einem Tisch hörst, die Leute unterhalten sich über Videospiele und du denkst so, sorry, ich lasse das jetzt einfach über mich ergehen, aber du konstruierst dir aber trotzdem in deinem Kopf die Antworten, was du sagen würdest. Falls sie dich ansprechen, so. Sag mal, Rainer, du spielst doch auch so Spiele. Also Leute, jetzt hört doch mal zu. So geht das jetzt ja nicht. Das sind ganz klare Ding, bla bla bla. Es ist richtig und wichtig, mich das zu fragen. Alle, guck mal, alle, auch an den Nebentischen. Hier, Leute, guck mal kurz alle, kommt mal alle hier, wie auf der Gamescom. Kommt mal hier, du da hinten, da hörst du mich besser. Komm mal alle her jetzt. Ja. Ich stell dir auf den Tisch, ist besser. Könnt ihr mir auch hören, da hinten? Könnt ihr mir auch hören? Okay, also, hör mir zu. Ich brauch Flipchart. Kann mich jemand Flipchart bringen? Brauch Stift oder Flipchart? So, Leute. Jetzt Kuchendiagramm. Kennt ihr alle, ne? So, Leute. Wir fangen an, hier ist der Zeitstrahl. Wir fangen an, 1979. Und Sonic braucht halt einfach, ich will halt einfach Geschwindigkeit haben, ich will ein geiles Gameplay haben und die Green Hill Zone, das reicht mir eigentlich. Ich hab's auch schon getwittert, was Sonic nicht braucht, ist ein Werwolf, Items mit Farben, und Charaktereditor, Zeitreise, um mit sich selber rumzurennen. Und halt jetzt was jetzt Neues kommt, halt dieser fucking scheiß Charakter und mehr Freunde. Sonic braucht nicht mehr Freunde. Was ist denn das? Was zur Hölle? Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ey, das ist unfassbar. Fick die Freunde. Fick Sonics Freunde. Keiner schert sich. Außer Tails. Tails ist cool. Ja, Tails aber ist alle anderen.
Nenn mir irgendeinen Namen von denen. Knuckles. Hey, ich habe ja einen Namen. Ja, und Amy. Ja, die kenne ich jetzt halt auch noch von Sonic Boom. Aber wie heißt dieser komische, der dickliche Typ? Mal und kein heißt, Plan. Und das Krokodil. Doch, diese ganze Welt ist doch scheiße. Tut mir leid. Dr. Eggman, sorry, Alter. Was ist das für ein Kampf? Tut mir leid, da bin ich jetzt auch mal hart. Guck mal, das ist ja so. Eine langjährige Serie. Super Mario. Final Fantasy. Resident Evil, keine Ahnung. Die haben immer mal Lichtblicke. Weißt du, die haben auch manchmal Downer, die kannst du dann einfach mal vergessen, aber dann hast du dann Lichtblicke, neue Erfindungen, neue Sachen. Dann sagst du so, guck mal, hier, ich bin auch noch da, weißt du, Pimmel raus, klick, klack ins Gesicht. Da zeigst du einfach mal auch mal, was du kannst. So, und Sonic hat's bis jetzt noch nicht geschafft. Mit keinem Spiel hat es Sonic geschafft, dass es eine Daseinsberechtigung hat. Nimm mir ein Spiel aus den letzten 10 Jahren, wo du sagst, ja, das ist geil, das ist Sonic. Was wir auch wieder vergessen haben, war das nicht episodenbasiert Sonic 4? Was ist denn das eigentlich? Was war denn das nochmal? Es gibt Sonic 4. Es gibt so viele Sonic-Teile, die habe ich einfach schon vergessen. Die habe ich schon vergessen. Du hattest gerade Sonic Lost World genannt. Ich habe gedacht, Alter, das gab's ja auch noch. Sonic Lost World. Verdammt nochmal. Sonic Unleashed. Sonic Boom. Das ist unfassbar, was alles mit Sonic getrieben wird, dass die den scheiß Igel nicht langsam mal begraben und sagen, okay, hier, da ist das, siehst du den Grab, da steht Alex Kidd, daneben ist deiner. Ja, oder nicht? So langsam ist auch gut, Alter. Bleib bei Bayonetta, weißt du? Oh mein Gott, so ein Friedhof, Alter. So ein Friedhof mit so Videospielfiguren. Da liegt dann so Zool, Alex Kidd, Jazz Jack Rabbit und dann so schon so ein Loch, so ein ausgehoben, aber noch nicht gefüllt mit so einem Grab, so einem Stein, genau, wo Sonic draufsteht. Ey, das kann aber man... Nein, der Roman muss es malen. Die holen immer wieder den Defibrillator raus und wiederbeleben ihn ständig. Sie lassen ihn einfach nicht, also da wäre mal aktive Sterbehilfe angebracht. Mal, das ist so wie Dr. Frankenstein, weißt du, der so denkt sich so, hey, ich wurschtel noch so ein bisschen am Sonic rum, irgendwann mal wird der schon wieder laufen können. Nein, der bringt auch kein Halstuch mehr. Das ist vorbei. Ey, sorry, das ist jetzt auch immer wirklich mein voller Ernst. Sonic, da ich kann, ey, nein, pass auf, tut mir leid. Die haben sich einfach verrannt. Die haben sich einfach verrannt mit Sonic. Sonic hat sich verrannt. Ich mag das überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt, spielst du FIFA? Und ich sage, ja, ich spiele FIFA. Aber ich sag dir ganz ehrlich, vermutlich bin ich besser als du. Vermutlich werde ich dich 5-0 wegkriegen. Ich habe da ehrlich gesagt kein Bock. Das ist ja perfekt. Spielst du FIFA? Ja, besser als du. Wir kennen uns erst seit 10 Sekunden, spontan, weil ich habe dich über meine Frau kennengelernt. Aber ich sag dir jetzt schon hier, wie wir uns jetzt stehen, wenn wir das Ding jetzt anmachen, wenn du diesen Weg gehen willst, ich werde dich fertig machen. Ich werde dich echt zerreißen. Das sage ich dir, gebe ich dir jetzt hier schriftlich, Alter. Ja, aber es ist wirklich so, es macht halt für mich keinen Spaß. Für ihn vielleicht schon, weil er motiviert ist und das Spiel kennenlernen will, aber ich könnte jetzt 2 Wege gehen. Entweder ich mache ihn wirklich komplett platt, ja, und führe 10-0, was ihn frustriert, was mich langweilt. Was bringt uns das? Oder ich mache es so, ich setze meine Skills absichtlich nach unten, so dass ich quasi so zumindest noch die Hälfte über seinem Level bin. Dann hat er eine gleiche Chance, fühlt sich cool. Das ist ja auch eine Sache, die ich gerne mache. Also ich gehe dann schon tatsächlich ein bisschen runter und lasse ihn erstmal das erlernen. Aber für mich ist das ziemlich langweilig. So, ich finde das dann halt noch langweiliger, als wenn ich 10-0 gewinne. Also eigentlich bin ich dann der Verlierer durch und durch, oder? Ganze Serie basiert nur darauf, dass er seine Traumfrau findet und dass man es ihm auch gönnt, dass er endlich glücklich wird und dass man ja nie weiß, wer es ist und die nächste Frau, die er trifft, die könnte es schon wieder sein und wenn er wieder zu einer Ex zurückgeht, dann könnte sie es jetzt sein. Man ist ja ständig gespannt, er ist ja auf der Suche nach dem Glück, damit kann ich relaten, aber das ist ja trotzdem noch nicht so, das betrifft ja irgendwie nicht alle, das ist ja nur so ein Ding von ihm eigentlich und dass dann dieses Ende abgefeuert worden ist, alter Schwede, also das, Alter, ja, ich bin voll deiner Meinung, ich bin entsetzt gewesen.
gewesen. Vor allen Dingen die Argumentation von einigen, ja, das ist aber das wahre Leben, das ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber dann hätten sie die gesamten 10 Staffeln oder wie es da gab, nicht Alter, diese Märchenscheiße aufziehen müssen. Was ist das für ein Argument, so ist das Leben nicht? Wenn ich Tragik haben will, gucke ich auf mein eigenes Leben. Da brauche ich gar keine Serien gucken, Alter. Ich habe dem Jetevin letztens die letzten 5 Jahre Frauengeschichte von Rainer Schauder erzählt. Der hat auch gedacht, so, Alter, irgendwas stimmt bei dir nicht, ne? Das hab ich im Real Life. Diesen Scheiß habe ich im Real Life. Ich möchte Harmonie haben, Alter. Ich möchte mich doch lösen emotional. Ich muss doch irgendeine andere Geschichte auch mal haben, ey. Was ist denn los? Ich möchte eine emotionale Erfahrung machen, die ich nicht im Leben habe, Mann. Wenn ich Leute einfach sehen will, die nicht zu Pötte kommen. Wenn du jetzt natürlich dich voll komplett auf diese Release-Dates konzentrierst und dich darauf fokussierst, dann hast du dazwischen eigentlich relativ viel Pause und kannst dann vielleicht nochmal, weiß nicht, kannst abwarten, bis dann in 2 Wochen die nächste große Kracher rauskommt. So. Ja, es sei denn, man kriegt was vor Release, ne, Jetevin? Es sei denn, man kriegt was vor Release. Obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist, ja, und erst Ende Juni kommen soll, aber nein. Wieso nicht? Also ich habe jetzt keine Straftat begangen. Also, ne? Bist du dir sicher? Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Also, ich merke schon. Und so sicher bist du jetzt schon, ne? Ja, vielleicht. Es ist halt auch vom Laster gefallen, muss ich dazu sagen. Ich glaube, ich muss ein paar Gespräche führen. War es wirklich im Regal oder stand die Tür vom Lager offen? Oder irgendwie sowas? Ich muss da jetzt ganz kurz was anderes einwerfen. Kennst du das, wenn du durchs Kaufhaus durchläufst? Diese Kisten, die da rumstehen, ja, und du denkst dir. Und du denkst dir, was ist da drin? Oh, ist da vielleicht Gott. Was? Was hast du getan? Jetzt stehst du auch noch dazu. Nein, um Gottes Willen, nein, aber das ist so, du denkst dir so, oh, vielleicht ist da was drin, so, oder so ein ganzer Stapel auf der Theke, der so doch oben gestapelt ist, denkst du, wow, was ist das für ein neues Ding, so, und das ist meistens immer was schon längst draußen ist. Ey, ohne Scheiß, deswegen liebe ich dich so, weil ich mich dann alleine nicht so erbärmlich fühle, weil ich auch mal so, okay, Wimmelbild, meistens sind da irgendwelche Wimmelbildspiele drin, wo ich mir so denke, okay, boah, ich hab mal, das ist schon echt ewig her, das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Das war auf der Suche nach Gothic 2. Das war nämlich auch so, ich habe da nach dem Spiel, was ist durch Release-Probleme und durch Publisher-Wechsel, kam das Spiel nicht am Release-Tag raus, sondern hat sich verschoben. Aber manche Läden haben das reingekriegt. Und ich bin dann wirklich von Laden zu Laden gelaufen und dann war ich im Karstadt und da war so eine Kiste mit ganz, ganz viel Kram. Und da war aber gerade keiner und ich war so heiß, ich habe in dieser Kiste rumgewühlt und dann kommt so ein Mitarbeiter und scheißt mich da mega zusammen, ne? So, was ich mir erlaube, dass ich da so rumkrame, so, arbeiten Sie denn hier und so? Ich war dann damals auch noch relativ jung. Also, nein, ich arbeite hier nicht, aber trotzdem. Sie können mich alles fragen. Kein Problem. Aber nochmal, ich habe Get Even. Ich fang nebendran war so diese Bogen mit den Aufklebern für den Preis. Hast du angefangen, die Dinger zu etikieren? Ja, klar. Hast dann, genau so. Hast du den Preis schon draufgeklebt? In Weisenau war das generell so, dass halt wirklich es war dunkel, es war Nacht, diffuses Licht, die Straßen leer gefegt und zwischendrin hast du immer so vereinzelte Seelen gesehen, die auf ihr Smartphone geguckt haben und da wusste man direkt Bescheid und ich wurde halt angesprochen, ob ich auch Pokémon, spielen Sie auch Pokémon Go, wurde ich gefragt, aber ich hatte dann halt so Geschichten wie, ich laufe so lang, weil ich wollte halt so eine Arena einnehmen und dann hat sie sich plötzlich in meine Farbe gefärbt. Und dann laufe ich weiter in Richtung Arena, kommt mir ein Typ entgegen, der auf sein Smartphone guckt und ich so, sag mal, hast du die Arena gerade eingenommen? Und er so, nein, war ich nicht. Und er geht weiter, ich gehe weiter. Oder was ich halt auch hatte, ich habe eine Zeit lang wirklich akribisch, habe ich Weisenau gereinigt in meiner Farbe, bin ich in meiner Hood. Ich sage, meine Nachbarschaft bleibt rot, gefährlichst. Hier alles im Umkreis, Weisenau muss rot bleiben. Team Valor for the win. Und dann bin ich halt nach der Arbeit, habe ich einen Umweg gelaufen, zurück zu meiner Wohnung und habe mir gedacht, wie, das ist eine Arena gelb, das kann ich nicht stehen lassen. Bin zur Arena gegangen, auf der anderen Straßenseite, diagonal sind so 2 Mädels, die eine vielleicht so 11, die andere so 13 und so. Und ich denke so, die haben voll die wacken Pokémon da drin. Und während ich die Arena antriggere, rufe ich zu ihnen rüber, es tut mir leid! Und hau diese 2 Kinder aus dieser Arena raus. Und dann habe ich die Arena eingenommen, habe ein krasses Pokémon reingesetzt, wo ich genau wusste, das kriegen die da nicht weg. Gehe an ihnen vorbei und sag, Weisenau muss rot bleiben! Was haben die gesagt? Das habe ich gesagt. Und das habe ich wirklich gemacht. Das ist wirklich kein Scheiß. Wirklich?
Ich bin an ihm vorbei gesagt, hab, sorry, es tut mir leid, weiß noch, muss rot bleiben. Schönen Tag noch. Und bin nach Hause gegangen. Alter, was die, wenn die nach Hause gehen und ihren Eltern davon erzählen, die werden doch wahrscheinlich die Polizei rufen und nach irgendwie ein Pädophiler läuft hier rum. Das hat mit Pädophilie zu tun. Ja, keine Ahnung, irgendwie ein älterer Glatzkopf spricht hier junge Mädchen an. Weisenau muss rot bleiben, dann haben sie so vielleicht irgendwie noch das anders. Ich habe mich doch entschuldigt. Das ist einfach irgendwo mal zwischen dem Verkehr hängen geblieben. Und im vergangenen Geschäftsjahr hat die Pokémon Company 143,3 Millionen Dollar verzeichnet. Das Krasse ist, kommt noch. Die konnten ihren Gewinn nämlich um Faktor 26 steigern, denn letztes Jahr, also im letzten Geschäftsjahr, hatten sie nur 5,6 Millionen. Alter, und das alles wegen Pokémon Go und Pokémon Sonne und Mond. Also von 5,6 Millionen auf 143 Millionen. Alter. Und das fand ich halt richtig krass. Da wird das Finanzamt aber schön mal gucken, was da so ist. Ja, das, keine Ahnung, ist heftig. Ist echt ja, mega heftig. Wenn so die Frage ist, ey, die NES Mini ist ausverkauft, wollen wir nachproduzieren? So, ach, Alter, dafür stehe ich jetzt nicht auf. Ich bin gerade zu faul, ey. Ich bleib jetzt hier, kann ich mal hier eine Minute sitzen jetzt? So, man muss auch nicht so, warum bist du so geldgeil übrigens? So, warum muss das? Nee, also da kann man es dann irgendwie schon verstehen, wo die Kohle gerade reinkommt. Ich bin ja fest der Überzeugung, ich hatte als Kind Vokuhila, so Ende der 80er. Muss ich gestehen, mega Mistake. Sah nie gut aus. Einfach immer scheiße. Meiner Meinung nach, pass auf, das müsst ihr euch jetzt alle hinter die Ohren schreiben, Frisuren-Karma existiert. Macht in eurer Jugend keinen Scheiß mit euren Haaren. Je beschissener die Frisur in eurer Jugend ist, desto eher besteht die Chance, weil das Karma, das Frisuren-Karma, es kommt zurück mit so einem Scheiß wie der Vokuhila. Es ist so. Es ist einfach so. Es ist so. Okay, jetzt muss ich kurz mal reflektieren, was hatte ich denn für Frisuren? Also ich hatte auf jeden Fall, weil zu meiner Zeit, wo ich in diesem Grundschulalter war oder vielleicht sogar, ja doch Grundschulalter, da waren Boybands halt mega angesagt. Und deswegen hatte jeder versucht, diese Nick Carter, Aaron Carter Frisur hinzukriegen. Das heißt Mittelscheitel, so. Ja, ganz okay. Schlimm. Und ich habe halt keine lockeren, flockigen Haare. Ich habe halt ich bin so ein Afrojack. Weißt du, und das hat nicht funktioniert und boah, ich muss mal echt was rauskramen. Ich habe noch nie Babyfotos oder irgendwelche Kinderfotos von mir gepostet. Vielleicht habe ich was, muss ich mal machen, damit, also dann gucken wir mal, ob wirklich dieses der Frisurenkarma irgendwie existiert, ob das grauenhaft war, aber ich glaube, es war schon grauenhaft. Ich stelle es mir jetzt nicht so vor, aber heutzutage so einige Frisuren, es gab ja mal eine Zeit lang, wo du irgendwie, ich weiß ja auch nicht, wie das gekommen ist, dass so südländische junge Herren mit so einer, wie so rumgelaufen sind wie der Kelloggs Hahn. Was ist denn da irgendwie? Wie Kaja Gugu in den 80ern? Warum ist denn dieser Quatsch zurückgekommen? Ganz im Ernst. Oder Bill Kaulitz. Bill Kaulitz, den wird's noch richtig krass erwischen, Alter. Dem sein Schicksal ist schon besiegelt. Das kannst du aber glauben, ey. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon mit meiner ersten Freundin zusammen gewohnt oder ich bin zu ihr gezogen damals. Problem war halt beispielsweise, abgesehen davon, dass sie Videospiele überhaupt nicht so geil fand, sie hat sich halt das Internet mit ihrem Nachbarn geteilt. Weil sie selber hat im Internet nicht viel gemacht, außer recherchiert. Das heißt, sie brauchte nicht viel. Während der Nachbar so ein bisschen Hänger war und den ganzen Tag E-Mole lief. So. Außer Hänger hat einfach wahllos Scheiß gezogen. Ne? Also wenn man halt auch in diese Download-Sucht so abdriftet, man zieht einfach Kram, damit man es mal hat. Warum auch immer, man kann einfach immer irgendwas ziehen. Und das hat halt die Bandbreite so gedrosselt, dass ich irgendwann angefangen habe, wenn der nicht da war, einen Router zu resetten. Das heißt, bei dem sind die Downloads abgeschissen und ich konnte halt zocken. Bis der Typ halt regelmäßig. Bis der Typ halt regelmäßig dann bei uns war und gesagt: Sag mal, habt ihr auch Probleme mit dem Internet? Bei mir die ganze Zeit meine Downloads. Und meine Freundin, die das halt nicht wusste, dass ich hier zocke, ey, keine Ahnung, der Router läuft, also ich hab da jetzt noch nichts festgestellt und so. Und ich hab das nie aufgelöst, dass ich jedes Mal, wenn der halt rausgegangen ist, dass ich den Router resettet habe und jetzt fällt dann. Also jetzt quasi, du hast jetzt gerade die Beichte jetzt wird's halt nämlich ein bisschen assi, weil dann hat er halt angefangen, sich so eine Antenne beispielsweise zu kaufen. Als Verstärkung für sein Signal. So, und das
Oh mein Gott, das ist ja mega assi. Das wird noch besser. Der hat dann angefangen mit dieser Antenne und mit Aluminiumfolie. Mit so zusammengeknüllter Aluminiumfolie, der sich durch seine komplette hat er sich so einen Weg gebahnt aus Aluminiumfolie, also der Wand entlang über die Decke bis zum Treppenhaus, um sein Signal zu verstärken. Und du schaust es dir einfach nur an. Das ist ja kriminell, ist das. Also ich meine, weißt du, ja, aber das Ding ist ja, ich konnte es ja, weil das Ding ist, ich habe ja halt irgendwann habe ich ja aufgehört, ich habe es nicht so lange gespielt, vielleicht ein paar Wochen oder sowas, und irgendwann habe ich ja aufgehört zum Spielen und dann ging es komischerweise halt doch wieder, der lief halt einfach, ich fand das halt einfach ein bisschen ungerecht. Ich dachte mir so, okay, wir teilen uns das Internet. Und der ist den ganzen Tag, 24/7, ist er einfach nur am Saugen. Bei dem stapeln sich die Rohlinge-Boxen, warum auch immer, ey, du brauchst den Scheiß eh nicht. Und dann, was soll's, habe ich einfach ein bisschen nachgeholfen, so. Konnte ich halt immer ein bisschen spielen. Ja, warum nicht abends abzwacken, ne? Abends war er dann halt wieder zu Hause. Und ja, hat dann halt neu gestartet und gut war. Ja, Alter, man muss sagen, Emule ist jetzt kein Programm, bei dem du einfach den Downer startest und in 3 Minuten hast du das Ding. Emule hast du tagelang hast du das laufen lassen, damit es überhaupt was dazu hat. Hallo, erstmal ist es illegal. Willst du jetzt bei mir Mitleid erzeugen oder was? Wo führt jetzt gerade die Diskussion hin? Nee, ich will nur verdeutlichen, dass das für den Typen nicht im Recht war. Nein, ich will sagen, dass das für den Typen, weißt du, der hat sich natürlich gedacht so, boah, ich lasse jetzt einfach mal den ganzen Tag das laufen. Am Abend habe ich statt 15 habe ich endlich 25%. So, du kommst nach Hause, geht an ein Ding und es ist immer noch 15%. So, warum? Also, ich würde mich, wenn ich er wäre, ich hätte auch Aluminiumfolie. Oh Gott. Ich habe meiner letzten Freundin, die der Jetewin auch noch kennt, ja, die sehr, sehr großer Fan ist von JRPGs. Also Final Fantasy, Shadowheart und so weiter und so fort. Die hatte Geburtstag. Nia auch. Und dann dachte ich mir, okay, ich schicke jetzt irgendwas, was sie jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat, weil Gaming-Knowledge und so weiter und so fort. Dann ja. habe ich importiert halt auch, weil es für die PlayStation Portable, Luna Silver Star Harmony. Weil das eigentlich aus meinem... Kennst du doch Luna Silver Star? Obwohl, ach, das ist das PS1-Spiel. Das ist PlayStation 1 und Saturn, glaube ich, hauptsächlich. Ah, ja, okay. Also ja, eigentlich schon ein Klassiker mit sehr, sehr schönen, wunderschönen Anime-Sequenzen. Wirklich komplett neu aufpoliert und so weiter und so fort. Und es hat sie überhaupt nicht gejuckt. Überhaupt das gar wird, nicht. Wird mir, glaube ich, original und, genauso gehen. Und ich liebe JRPGs. Also, und, ich kenne es halt nicht. Und das Ding ist halt einfach, bis heute, weil ich finde das Spiel mega geil. Und die Retail-Version ist jetzt nicht mehr leicht zu kriegen. Und ich habe jetzt die Download-Version und sie hat die Retail-Fassung, was mich interessiert. Das ist so dieser Gedanke, den habe ich, manchmal denke ich da heute noch drüber nach, wie sehr mich das ärgert. Oh. Wie ich das so wurmt, so. Sorry, ich muss ja jetzt ganz kurz nochmal gucken, wie viel das gerade kostet. Ich glaube, ich habe 30 Euro dafür bezahlt. Das ist aktuell richtig, richtig teuer geworden. Ja, aber eigentlich kann ich dich da wirklich total verstehen. Also es klingt halt auch immer so vielleicht ein bisschen freakig, aber keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, sie hat irgendwie Little Nightmares den Code eingelöst und spielt nicht mehr weit. Was? Es kostet 190 Euro. Willst du mich verarschen? Alter. Das ist Fehler deines Lebens begangen, ey. Ja. Oh mein
Gott. Oh mein Gott. So, okay, hast du nicht noch News schnell? Die US-Version kostet 80 Euro, aber dann ist oben noch ein Angebot, 190 Euro. Oh Gott, oh, ich mach's mir direkt wieder zu. Also, Alter, kommt der, oh, das hat mir jetzt echt nicht gut getan. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ich habe ja heute Urlaub gehabt, es war ja am Brückentag. So, ich habe mir Urlaub genommen. Und es war klar, dass ich mir Rime kaufe. Leider Gottes hat der Subgames es nicht früher reingekriegt. Ich habe extra nachgefragt. Ja. Subgames hat ein Spiel nicht gehabt. Ja, das ist schon ziemlich blöd. Also, ich habe ja halt auf diesen Facebook-Post gewartet, auf diesen obligatorischen. Bin dann halt aber trotzdem, weil ich. Ah ja. Da sitzt der da, nee, und wartet bis endlich der F5. Es war letztendlich noch viel dümmer, weil als der. Ich frage mich auch so langsam, was der Typ von mir denkt. Weil irgendwann hat er es gepostet, da war ich schon in der Stadt, da war ich 10 Minuten später, war ich da. Also, das ist halt so. Ich weiß nicht, wie das für den aussieht. Er drückt auf selten, so geht die Tür auf, klingelingelingeling. Ey, pass auf. Hast du gerade was gepostet? Pass auf, ich fahre in die Stadt runter, ich musste ein paar Sachen erledigen. So, ich musste noch zum Supermarkt und so weiter, ich musste noch zur Post, beim Optiker war ich noch spontan. Also ich hatte schon was zu tun, war halt schon in der Stadt. Ich gehe zum Müller, der hatte es nicht. Ich gehe zum Saturn, frage sogar nach, der hatte es nicht. Und ich denke mir so, also, wenn man nicht mehr jetzt seine Spiele bekommt, beim Saturn, ich gehe halt an die haben ja diese Computer, wo man so auch Artikel suchen kann, ne? Suche ich da? Ich so, ja, okay, ist der 26., ist heute. So, gehe dann an den Schalter so, ja, ich möchte Rime, R-I-M, ich buchstabiere noch, weil ich weiß, du kennst es eh nicht. Eigentlich müsstest du es kennen, du kennst es einfach sowieso nicht. Ich suche nach Rime, R-I-M-E. Er fragt nach, R-I-M-E? Ja, R-I-M-E. Ja, sagt er zu mir, haben wir 3 Stück bestellt, sind aber noch nicht da, kommen vielleicht heute, kann aber auch sein, dass sie am Montag erst kommen. So, wirklich so. Der Subgames Verwöhnte ist jetzt ja, so, in der Realität komm, angekommen. Alter, ich so rausgegangen, okay. Also, der Zap hat halt keinen Facebook-Post rausgehauen. Ich wollte jetzt da eigentlich, bin ich nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen. Also war meine nächste Idee, okay, ich habe Urlaub, fahre ich zum Mediamarkt. Weil die haben da, bei uns ist der Mediamarkt in Bretzenheim, in einem richtig coolen Einkaufszentrum, da gibt's auch einen guten Asiaten. Da dachte ich mir so, geil, kann man verbinden, kann ich geil aus dem Karton Reis essen und mir noch Rime kaufen. So, ich warte auf den Bus, steig in den Bus ein. Und der stand da halt ein bisschen länger, weil gerade Mainz aktuell übersät ist von Baustellen. Und jetzt muss ich halt eine kleine Geschichte erzählen. Und ich meine das nicht abwertend. Da kam eine Frau an, die so ein bisschen, naja, adipös war. Und ich sag das jetzt nicht aus Bodyshaming-Gründen, sondern aus dem Grund, weil sie halt auch ein bisschen langsam in ihrer Bewegung war. Und sie hatte halt einen Rucksack über die rechte Schulter geworfen, hat sich links neben mich gesetzt, mit einem Wucht hat diesen Rucksack so bei mir in die Schulter reingerannt. Sie hat einen kleinen Hund dabei. Das war so ein fälliges Woll-Dingsbums-Gedöns, was so direkt unter meinen Beinen, so unterm Sitz so rumgewuselt ist und so. Und kennst du das? Du fährst ja nicht oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder? Ich bin damals immer mit, ich hab mein Auto erst mit 25 gehabt. Jeder, der öffentliche Verkehrsmittel fährt, also wie gesagt, ich war in 3 Läden, habe ich abgehakt, die haben alles nicht gehabt. Ich wollte zum Mediamarkt fahren, der Bus kommt, ich setze mich rein und denke mir, okay, jetzt fahre ich halt erstmal eine Viertelstunde dahin. Also es wäre ja schon eine längere Fahrt gewesen. Ich setze mich hin, mach's mir bequem, dann kommt diese Tussi. Und es gibt halt einfach diese Menschen, die haben so einen Rucksack und eine Tasche und noch einen Hund dabei und sind so ein bisschen schwerfällig und so. Und die brauchen erstmal so ihre Minute, bis sie sich hingesetzt haben und alles auf den Schoß, unter den Sitz, zur Seite hin, alles so organisiert haben. Und dann kommt so ein, wenn die das alles geschafft haben, kommt so ein Seufzer, hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Ja, natürlich. In dem Moment mein Handy, so, ich gucke auf mein Handy drauf. Zapgames hat seinen Facebook-Post rausgehauen, dass sie jetzt Rime am Start haben. Und dann ist es so der Moment, wo ich mir gedacht habe, du kannst jetzt nicht der Tussi sagen, dass sie aufstehen soll, um dich rauszulassen. Aber wir standen halt wirklich noch eine Minute. Ich hätte eigentlich noch rausgekonnt. Und das so, ich bin dann extra noch, obwohl ich es nicht hätte machen müssen, ich bin extra noch mal eine Station gefahren. Und dann so, ja, was soll ich machen? Ernsthaft? Ja, natürlich. Und das Dumme ist, weil halt überall Baustellen war, bin ich halt noch komplett zurück zum Hauptbahnhof gefahren. Weil überall, der konnte nirgendwo sonst halten. Also wieder komplett in die ganz andere Richtung. Oh mein Gott, das ist ja auch wieder eine Story. Aber dann kannst du halt wieder so, der Tussi so ganz symbolisch auf den Stopfknopf drücken, dass sie es halt auch sieht,
damit du nicht so dieses, ja, ich müsste jetzt hier aussteigen. Und ich drücke auf diesen Knopf, dass sie sich noch drauf einstellen kann. Und dann kommt's, der Bus fährt halt noch. Sie fängt wieder an, ihren Rucksack zu nehmen. Sie steht auf, das Erste, was der Hund macht, gibt Stoff, rennt in den Bus hinein, in den Gang. So, sie hat halt versucht, halt ihren Rucksack zu halten. Ich habe überlegt, will die jetzt auch aussteigen, weil der Hund halt schon so zum Ausgang geht, aber wollte sie offensichtlich nicht. Gleichzeitig, ich stehe hinter ihr, sie verstopft halt leider Gottes den kompletten Gang und fängt dann halt an, wie mit so einem Lasso, den Hund, so eine ruckartige Bewegung, wieder zurückzuziehen. So, ist halt vor mir gebückt, hantiert mit ihrer Tasche rum, der Hund wuselt zwischen ihren Beinen rum, dann hat sie versucht, ihn zu greifen, das ging nicht, hat aber auch gleichzeitig gewusst, ich warte hinter ihr, es war ihr mega unangenehm, dann ist sie hektisch und panisch geworden und hat dann den Hund genommen und sie hat so, weil der so rumgewuselt hat, sie hat ihn wirklich, also fast schon unter den Sitz des Busses, wo sie hat sie fast schon so hingeschmissen und er ist so plumpst da so hin und dann geht sie zur Seite und so. Also waren wir dann auch schon gehalten, konnten halt aussteigen. Also sehr unangenehm. Bist du dann in den Tabcams reingegangen und gesagt, hättet ihr nicht wenigstens 10 Minuten früher eure scheiß Post machen können? Nee, das war wirklich ganz, also sie setzt sich hin. Hat alles gemacht, mein Handy. Und ja, da bin ich halt wieder mit habe ich dann an der Bushaltestelle gewartet und wieder zurückgelaufen. Oh. Das ist aber auch wirklich so. Ja. Hätte noch weiterfahren müssen, bis sie aussteigt, so aus Schamgefühl. Ja, aber das ist so dumm. Ich habe dann halt so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil die war wirklich, die hat echt ewig gebraucht, um sich da mal hinzusetzen. Und dann sagst du ja nicht, ja, ich muss jetzt direkt wieder raus. Das ist halt einfach so dumm. Deswegen habe ich so getan, als würde ich jetzt eine Station fahren, weil es mir so unangenehm gewesen wäre. Ist egal. Ich gehe wieder in Subgames rein. Ich krieg mein Spiel, ohne dass ich irgendein Wort gesagt habe. Und so. Das ist so. Warst du da, wie lange bist du eigentlich da schon Kunde? Ich weiß es nicht. Ich bin aufgewachsen. Ich habe mitgekriegt, als der neu war, schon seit Ewigkeiten. Aber ich habe ja damals keine Kohle gehabt. Also ich sag jetzt mal so, seit 3 Jahren oder sowas kaufe ich da jetzt wirklich wieder explizit Kram. Hm. Ja. Das ist aber schon ziemlich cool. Ja. Und er sagt das auch so, ja, ich hätte ja auch eine Privatnachricht geschrieben, aber ich weiß ja nie, ob die Leute da Bock drauf haben oder ob ich da nerve oder so. Nö, hätte ich machen können. Der hätte mir sogar noch eine PN geschrieben. Ja, ich hab's jetzt da. Das ist schon ein Privileg. Ja. Ey, du bist schon echt zum elitären Club aufgestiegen in Subgames. Du kriegst sogar die Privatnachricht und so. So, hey, wir haben jetzt das Search bekommen. Schreiben wir doch mal hier den Fabian, dass wir das Search bekommen haben. Das ist eigentlich total bekloppt irgendwie. Ja. Das finde ich auch schlimm. Also Dialekte in Spiel einbauen, das war bei Final Fantasy IX der Fall, also aber eben nur in Schriftform, ne? Das ist ein Bayer irgendwie. Stimmt. So, ja, Gosmos, und dann halt keine Ahnung. Das sind genau die Leute, die in Dialekt auf Facebook schreiben. Das ist das Schlimmste. Alter, ich hasse das. Ich hasse das. Wenn das okay ist, da flippe ich aus. Wenn da irgend so eine, wenn da jemand, ey, ich schwör's dir, ich suche jetzt gleich irgendeinen Facebook-Kommentar, weil ich hab das ständig, ich meine, ich lebe in Regensburg, ich habe viele Freunde hier mittlerweile und dann gibt's da welche, die schreiben das, die schreiben so, wie sie reden und das du liest das so als Hoch, also ich kann halt nur Hochdeutsch und lest das wirklich wie der größte Vollidiot und ich ärgere mich darüber, warum schreibt man nicht auf Hochdeutsch? Der vorletzte Praktikant, den ich halt hatte, kommt man halt auch irgendwann auf das Thema Videospiele und dann was wird halt so die Frage gestellt, ja, worauf zockst du so? Und dann, ja, überall. So. Was für eine Frage? So voll. So, Eye-Roller? Dann meine so, ja, ich meine ja hauptsächlich PlayStation 4. Mhm. Ja, ich spiele ja am PC. Weil am PC kann ich ja eh alles spielen. So, meine erste Antwort war Horizon Zero Dawn, Heavy Rain, God of War. Ich hab dir so 10 Spiele, so ohne mit der Wimper zu zucken. Ich gucke ihn an, 10 Spiele auf, die er nicht spielen kann. Kenn ich alle nicht. Was spielst du jetzt gerade aktuell? Und damals habe ich halt gesagt, ja, ich spiele gerade Nioh. Ja, Nioh, das sagt mir jetzt nichts. Was ist das denn? Das ist so ähnlich wie Dark Souls. Ja, da habe ich schon mal von gehört. Ey, die Kids heutzutage, wie alt war der? Irgendwie 16 oder so? Oder 14, 15, 16, irgendwie sowas. Sie wissen nichts. Sie wissen wirklich nichts. Ja. Und jetzt kommt die Erniedrigung. Jetzt kommt ihr nicht, da war dann immer so, ja, oh Gott, ich sag dir, wie es ist. Am Tag danach war er halt beim Kollegen im selben Büro. Ich komme rein, das Erste, was er sagt, dein Kollege spielt wenigstens richtige Spiele. Bevor ich meine Jacke ausgezogen hatte. Das war der erste Satz. Oh mein so, Gott. Und so, was spielt, dann hab ich so den Kollegen so, ja, was spielst du denn jetzt gerade? Ja, Player Unknown Battleground. Was ist das denn?
Was ist hab das? Genau das habe ich auch gesagt. Was ist das? Google das mal. Du hast das Bild schon in Steam, hast du es 100 Pro gesehen. Hör mal, Player. Tipp einfach Player ein in Google, du kriegst es schon vorher gezeigt. Was ist aktuell bei den Kids? Denn das ist irgendein 0815 Third-Person-Online-Shooter, der gerade auf dem PC über Steam mega angesagt ist. So, ich kenne das Cover. Ich habe gesagt, okay, habe ich schon gesehen bei Steam, weil das ist ständig in den Angeboten oder in den Neuheiten. So, als Cover kannte ich. Und das ist dann das richtige Videospiel, wo du dir so denkst, Digga, ey, ich sag's nochmal, 70 Spiele 2016 gezockt, ne? 70 Spiele. Was willst du von mir? Und 70 Spiele. Nimm mal 70 Spiele, die du dein ganzes Leben gespielt hast. Also, keine Ahnung. Das ist, ja. Also, guck mal, es ist ja, du kannst halt nicht auftragen und polieren. Ja. Man kann nicht sofort mit dem krassen Ding anfangen, mit dem gar nicht. Erstmal langsam an die Sache rantrauen. Ich bin jetzt auch erstmal so, als du gesagt hast, er hat sich The Last Guardian ausgesucht. Der erste Gedanke, den man haben sollte. Angst. Der erste Gedanke, den man haben sollte, ist, wow, geil, geiler Start. Gutes Spiel, mein Spiel des Jahres, ey, da machst du nichts falsch, ey, richtig gut, künstlerisch, emotional. Ich denke immer, Alter, aber das ist noch nicht für dich. Da bist du noch nicht drin. So, du musst erstmal. die Stufe hast du noch nicht erreicht. Also, ist zwar nein, ist zwar nett gemeint, aber ne, also das ist so. Nicht unlustiger. Wir machen aus allem so ein asiatisches, esoterisches Ritual, mit dem Dolch weitergeben der Weisheit. Ja, aber so, sag mal ehrlich, der wird das Spiel spielen und wird sagen, das ist ja diese Frage, wie kann ich den besiegen? Und dann merkt er doch, ist ein Scheißspiel und legt's weg und geht wieder zurück zu CSGO und erzählt seinen Kollegen, du Leute, ich bin einmal falsch abgebogen. Gut, dass ich wieder da bin. Was gut, die da spielen, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die können die Steinrüstungen nicht mal angreifen. Was? Boah. Was? Hast du keine Splittergranate bei Last Guardian? Ja. Nein, hast du nicht. Das ist so. Wo sind die Desertigel? Wir müssen Spieleberater werden. Du bist jetzt, CSGO kommst du her? Ne, pass auf, dann fang erstmal an mit der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Wenn du das hast, dann kannst du vielleicht mal ein Doom spielen, dann gehst du vielleicht zu, keine Ahnung, dann Bioshock Infinite, dann gehen wir schon in die Richtung Story und dann irgendwann mal, weißt du, nach. Also, ich sag mal, da hab ich Spec Ops The Line gespielt und das war ein total komisches Gefühl, weil. Das war ganz anders als bei Counter-Strike. So, ja, das nennt man Mitleid. Mitleid. Wow. So, voll krass. Mitleid. Wow. Und dann geht jetzt dein Kumpel, spielt wieder Counter-Strike Go. Leute, ich habe hier neulich, ich hatte Mitleid. Mitleid? Ja. Mit wem? Mit den Figuren. Was? Ja, das war so innerhalb der Geschichte. Was für eine Geschichte? Wovon redest du? Die Geschichte im Spiel. Ich habe die Geschichte im Spiel erlebt. Ah, Alter. Ja. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich gemacht habe. Da habe ich mich schlecht gefühlt. Was? Beim Ballern oder was? Ja. Was, warum denn? Voll Gottes Willen. Geil. Ja, ich habe da einen erschossen. Ich habe deswegen, ja, natürlich, deswegen spielen wir das doch auch. Wo ist denn eigentlich das Problem? Naja, also das sind ja so Geschichten, so da kann man schon so ein bisschen drüber. Ja. Und dann sitzt der im Interview und sagt, ja, und an dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr mit den Leuten connecten. Ich bin dann einfach seitdem habe ich mich von denen abgewandt. Wir lachen nicht mehr über dieselben Witze, so seit ich bin einmal abgebogen, so ich komme nicht mehr zurück. Ich bin jetzt. Ja, sehr gut. Das Counter sagt, mich nimmt das nur noch mit. Ich kann das nicht sehen. Ich sehe das jetzt mit ganz anderen Augen. Außerdem habe ich einen Artikel gelesen, in dem die Originalwaffen benutzen, zahlen die ja gleichzeitig Lizenzen an die Rüstungsindustrie. So eine Art Veganer für Gamer. Ich kann, ich, ich, ich,
ich spiele keine Spiele mit echten Waffen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja, das ist halt, ich habe der Doku gesehen, in dem man sieht, wie die Waffen modelliert werden. Kann ich mir nicht, seitdem kann ich nicht mehr spielen. Kann ich ethisch nicht mehr mit mir vereinbaren.